Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Mongo fight all monsters. Du denkst, das wäre ein kläglicher Versuch, eine herannahende und sich dann wieder entfernende Schallquelle darzustellen. Dabei bin ich es überhaupt nicht, der sich bewegt. Es ist die Erde und du bewegst dich mit ihr. Ich stehe nämlich still und... Du jetzt auch. Würde man dem sogenannten Schwerkraftfeld der sich mit knapp 1000 Stundenkilometer drehenden Erde entgehen können und einfach stehen bleiben, würde die Erdoberfläche mit 1000 Stundenkilometer an einem vorbeirasen. Man wäre so gewehrkugelschnell an einem anderen Ort und würde mit zu den schnellsten Objekten gehören, die es gibt, obwohl man sich in keinster Weise bewegt. Etwa so wie der Trick, die Tischdecke unter dem Geschirr wegzuziehen. Du bist das Geschirr. Gerade gestern sah ich erst einen neuen Film über die flache Erde. Obwohl es ihn schon länger gab, entging er mir. Next Level heißt er. Hast du ihn auch gesehen? Ich konnte ihn mir noch nicht ganz ansehen, aber das hat keine zeitlichen Gründe. Er ist mir zu flach. Da gibt es 4 bis 7 Flacherdler, die mit dir reden, als seist du 3. Flacherdler aus der ganzen Welt, möchte man meinen, wenigstens aber aus den feindlichen Staaten von Amerika. Sie scheinen sich nicht wirklich zu kennen. Sie wurden in unterschiedlichen Locations aufgenommen, aber alles, was sie sagen, passt so zusammen, als wäre es ein Aufsatz, der geschrieben wurde. Dann hat jeder ein paar Sätze bekommen und die wurden eingesprochen. Was ist das? Ein Fake. Wenigstens was die Inszenierung angeht, auch wenn alles andere von mir aus stimmen mag. So ist es doch nicht die Art von Reportage, die dieser Film darstellen will. Und es ist auch die Art von Reportage, die dir das, was ich dir jetzt hier als Zusammenhang zeigen werde, nicht nennt. Noch niemand hat das vorher jemals so in Zusammenhang gebracht, meiner Meinung nach. Vielmehr wird es sogar als Gegenbeweis genommen. Die Erde sei überhaupt nicht flach, genau deswegen. Da sollte man nochmal im Oberstübchen fegen. Jeder hat sich schon beim Lesen eines Horoskops ertappt. Und erfährt man dort von guten Dingen, dann hält man es für möglich, dass es so etwas wie Astrologie geben kann. Treten Eventualitäten so ein, wie es zuvor im Horoskop vorhergesagt wurde, sieht man es genauso und hält eben jenes für eine tatsächliche Weissagung. Die Zukunft wurde vorherbestimmt, vorhergesagt. Bei einer unangenehmen Prophezeiung, von der man liest, hält man die Astrologie aus Selbstschutz eher für Humbug, hoffend, es würde nicht eintreten. Und erst recht, wenn sie dann auch noch eintritt. Es geht hier um Horoskope, den Sternzeichen entsprechend. Ob nun in einem Bagatelldelikt geäußert oder von professioneller Hand gefertigt. Aber stimmt auch nur eine Kleinigkeit nicht, ist es Quatsch. Und wenn etwas stimmt, dann ist es für viele nur Zufall gewesen. Zufall. Beziehungsweise man wurde mit allgemeingültigen, für jede Situation zutreffenden Äußerungen reingelegt. Das hier nenne ich Lechs Kosmos. Es soll unser Sonnensystem sein, das heliozentrische, mit der Sonne ganz links, dann der Reihe nach dem Abstand von der Sonne entsprechend die einzelnen Planeten. Und ich sage, gehst du
Hiervon aus kann es Astrologie nicht geben und alles, was dort vorhergesagt wird und so eintritt, ist Zufall. Oder es sind eben jene allgemeingültigen Satzbausteine, auf die man reinfällt. Oder es gäbe ihn doch Kohlenstoffeinheit Lechs Kosmos, dann müsste es aber für jeden Planeten oder jedes Objekt, auf dem man existieren könnte, eine ganz eigene Form von Astrologie geben, die zu jeder anderen Astrologie von einem anderen Himmelskörper in genau dem gleichen prozentualen Anteil zutrifft. Wieso die Sternenbilder, mein Freund? Auf der Erde würde man ganz andere Sternenbilder erkennen können, als beispielsweise auf dem Jupiter. Alles wäre leicht verschoben. Die Sternzeichen könnte es so überhaupt nicht mehr geben. Die Umlaufzeiten um die Sonne sind ganz andere. Wie würde man das vereinbaren wollen? Auf dem Merkur beispielsweise soll ein Tag länger dauern als ein Jahr. Wäre dann jeder auf dem Neptun Wassermann? Für mich schließt eine stationäre Erde keinesfalls einen darüber sich befindenden Kosmos aus, was immer er dann auch genau sein soll. Was ich damit sagen will, mein Freund, bei einer stationären Erde wären die Sternbilder kein Zufall. Es wäre nicht zufällig so, dass von der Erde aus dies nun das Sternzeichen Skorpion ist, beispielsweise. Es gäbe keinen anderen Ort, von dem aus die Sterne betrachtet werden könnten und anders angeordnet zu sein scheinen, wodurch dann Sternzeichen nicht mehr so am Himmel zu erkennen sind. Eigentlich sollte ein jeder Astrologe auch von einer flachen, stationären Erde ausgehen, wenn er das, was er tut, für korrekt hält. Schau dir einmal dein Sternzeichen plus Aszendent an, auf 3-4 verschiedenen Seiten, lies es dir durch und sage mir, dass nichts davon stimmt. Vergleiche es mit jemand, der ein anderes Sternzeichen hat. Trifft bei ihm auch nichts zu. Sind es bloß allgemeingültige Floskeln, die auf jeden zutreffen, wenn er sie sich nur zurechtlegt? Dann könntest du eine beliebige Kombination von Sternzeichen und Aszendent auswählen und es wäre genauso passend wie das dir zugehörige Sternzeichen plus dein Aszendent. Wieso sollte eine stationäre Erde das Universum ausschließen? Ich verstehe nicht, wie man so etwas sagen kann. Auch an Sternzeichen bzw. Geburtsdatum und Ort gebunden ist das Human Design. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich weiß, es gibt da einige Kritik, irgendwas mit Sektentum und so weiter. Ich habe mich aber damit nicht genau befasst. Ich habe es nur einmal geschenkt bekommen, gemacht bekommen. Und weißt du, was das Fantastische daran war? Ohne, dass ich meine Daten zur Verfügung gestellt hatte. Ohne Geburtsdatum und Ort genannt zu haben, lieferte diese Leserin 80% korrekte Antworten. Wie kann das sein? Ich fand das fantastisch. Und alles, was dort gesagt wurde, traf nahezu vollkommen auf mich zu. Geht man also von der Gültigkeit astrologischer Vorhersagen aus, sollte man auch eine stationäre Erde in Erwägung ziehen, da alles dann viel besser erklärbar ist. Es gibt jedoch nicht nur die Sternzeichen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sein Geburtsdatum zuzuordnen. Eines ist der keltische Baumkreis, mein Freund. Den will ich dir nun noch zeigen und dir einen kleinen Vorschlag machen, einen selbstlosen.
guten Vorschlag für eine Tat. Das hier ist der Baumkreis. Er ist nach Monaten angeordnet. Falls du ihn noch nie gesehen hast, helfe ich dir ein wenig. Hier sind die Monate Januar, Februar, März. In der Mitte gibt es noch vier einzelne Daten mit einem Baum. Könnte auch sein, dass du einer von ihnen bist. Dann kommen die Monate April, Mai, Juni. Juli, August und September. Und schließlich noch das vierte Quartal, Oktober, November und Dezember. Welches ist dein Baum, mein Freund? Ich lasse dir ein wenig Zeit, ihn genau herauszusuchen. In der Zwischenzeit noch Folgendes. Diese vier Quartale, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober, November, Dezember haben immer als Quersumme 6. Januar, Februar, März, also erster, zweiter, dritter Monat, zusammengezählt 6. April, Mai, Juni, 4 plus 5 plus 6 ist 15, 1 plus 5 ergibt 6. Juli, August, September, 7 plus 8 plus 9 ist 24 und 2 plus 4 ist 6. Oktober, November, Dezember, 10 plus 11 plus 12 ist 33, 3 plus 3 ist 6 oder 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 ist 6 oder 1 plus 0 ist 1, 1 plus 1 ist 2, 1 plus 2 ist 3, 1 plus 2 plus 3 ist 6. Hast du deinen Baum mittlerweile entdeckt, mein Freund? Pflanze deinen Baum doch. Ich habe es getan. Und ich passe sehr gut auf ihn auf. Es ist mein Baum. Jeder sollte mal einen Baum pflanzen. Eine gute, selbstlose Tat. In deinen Garten oder auch woanders hin. Jungbäume gibt es in Baumschulen. Auch online kann man sie bestellen. Und genau diese Art von Pflanze, die du hier benötigst, kostet nun wirklich nicht viel. Du kannst auch einen aus einem Samen ziehen. Mein Baum ist die Esche. Mit bis zu 40 Metern, einer der größten Laubbäume Europas. Meine Esche wird allerdings 44 Meter hoch. Am 22.11.22 werde ich 44. Zusammengezählt ist das 99. Also wird diese Esche, wenn ich 99 werde, eine Wuchshöhe von 44 Metern erreicht haben. Das sollte dann 2077 sein, mein Freund. Pflanze deinen Baum. Du kannst da nichts falsch machen. Dancing with Demons, ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.